Ja, vielen Dank, Conny, für diese liebe Vorstellung. Gleich vorweg herzliche Gratulation an das Team von Big Art für die Initiative und die Organisation dieser Veranstaltung, aber auch für die wunderbare Betreuung im Vorfeld. Es ist ein Thema, das das Team von Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich, wie eben schon gesagt, eigentlich im Arbeitsalltag kontinuierlich beschäftigt, dem wir aber noch also sehr wenig oder kaum übergeordnete Reflexionen gewidmet haben. Und deshalb freue ich mich sehr über die Möglichkeit, heute in diesem Rahmen einen Einblick in unsere Praxis und in unsere Erfahrungen zu geben, aber vor allem auch viele Inputs und Anregungen für unsere weitere Arbeit aus diesem Tag herauszunehmen. Seit gut 30 Jahren werden über den Förderbereich Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich als Teil der Kulturabteilung des Landes künstlerische Projekte im Außenraum realisiert. Dabei agieren wir beratend, fördernd und vermittelnd mit Projektpartnerinnen und einem Gutachterinnengremium werden Wettbewerbe ausgelobt und die Umsetzung jurierter Projekte begleitet. Wir arbeiten zusammen mit Gemeinden, Institutionen, Vereinen sowie anderen Abteilungen des Landes. Mittlerweile finden sich rund 300 unterschiedlichste permanente Arbeiten in ganz Niederösterreich. Auf Plätzen, in Schulen, entlang von Feldern, ja sogar in Teichen. Wobei sich knapp 140 im Besitz und damit in der direkten Verantwortung des Landes und gut 160 im Besitz von Kommunen befinden. Außer Acht lasse ich für den heutigen Rahmen die große Zahl an temporären Projekten, die in den letzten Jahrzehnten auch realisiert wurden. So verschieden die Aufstellungsorte und Kontexte sind, so verschieden sind die Formen, Materialien und Zugänge, die die Künstlerinnen gewählt haben. Dies hat zu einer nachhaltigen Bereicherung der Kulturlandschaft in Niederösterreich geführt und erfüllt uns natürlich mit großer Freude. Gleichzeitig stellt diese Anzahl an Projekten auch mannigfaltige Herausforderungen dar im Hinblick auf deren Instandhaltung und Restaurierung. Wie bereits erwähnt, befindet sich ein großer Teil der Arbeiten im Besitz der Kommunen. Das Büro von Kunst im öffentlichen Raum sieht sich aber dennoch verantwortlich in Bezug auf die Dokumentation, Vermittlung und Instandhaltung aller Arbeiten, die in Kooperation entstanden sind. Die vielen einzelnen Projekte werden quasi als Teil einer Art Sammlung verstanden und wir bemühen uns, diese entsprechend zu betreuen. Wir unterstützen die Gemeinden deshalb bei Restaurierungen, sowohl beratend als auch finanziell und bemühen uns um Rücksprache mit sowie einen Austausch zwischen Künstlerinnen, dem Restaurierungsteam des Landessammlungen Niederösterreich, externen Expertinnen sowie den Vertreterinnen vor Ort. Die Restaurierungen stellen sowohl in finanzieller als auch im Hinblick auf Aufwand eine stetig größer werdende Herausforderung für unser Team dar. Wie in dem Titel bereits angedeutet, ist es nicht nur die Zeit, die an den Arbeiten im Außenraum nagt, Wind und Wetter sowie weitere äußere Belastungen wie Abgase und Salze oder mechanische Einwirkungen setzen ihnen zu. Aber auch der Wandel unserer Vorstellung und Gestaltung bzw. der Nutzung von städtischen Räumen sowie Landschaftsräumen führen zu Veränderungen von Kunstprojekten im Außenraum. Last but not least verändern sich auch künstlerische Praxen, verwendete Materialien und Techniken und müssen sich oft erst mit den Bedingungen des Außenraums abgleichen. Kurz gesagt, die Kunst im öffentlichen Raum und die Orte und Räume, auf die sie Bezug nimmt, befinden sich in einem konstanten Wandel, was sich entsprechend auf deren Instandhaltung auswirkt. Im Folgenden möchte ich Ihnen ganz unterschiedliche Projekte präsentieren. Dabei stehen nicht so sehr klassische restauratorische Fragestellungen im Vordergrund. Vielmehr geht es darum zu vermitteln, dass Arbeiten aus ganz unterschiedlichen, teilweise unerwarteten Richtungen her zerstört bzw. in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild gestört werden können. Und darum ein Bewusstsein für die Problemfelder zu schaffen, die sich daraus für die Instandhaltung, aber auch einen möglichen Abbau von Arbeiten ergeben. Beginnen möchte ich mit zwei Arbeiten, bei denen in der Betrachtung das Material im Vordergrund steht.
Die Installation Drinking Water von Majetica Bodrit bestand ausschließlich aus Materialien, die allesamt Außenraum erprobt und in breiter Verwendung sind. Und dennoch musste die Arbeit nach 8 Jahren abgebaut werden. 2009 errichtete Bodrit zusammen mit Architektinnen die Installation Drinking Water im Schlosspark Grafenegg, um den Spaziergängerinnen an einer entlegenen Stelle des Areals eine Erfrischung zu ermöglichen, entwickelte die Künstlerin ein sich selbst versorgendes, in sich geschlossenes System, das wie die Natur selbst funktionieren sollte. Regenwasser, das vor Ort unter Holzplanken, die um Sitzbänke ergänzen, gesammelt, über tiefer gelegene Erdschichten gekühlt und gereinigt wird, versorgt einen Trinkwasserbrunnen. Die Energie für die Wasserreinigung erzeugt eine Photovoltaikanlage. Leider zeigte sich, dass sich durch die Holzverplankung nicht genügend Wasser im Tank sammelte. Im Austausch mit der Künstlerin wurde eine Adaption der Oberfläche durchgeführt. Ein Teil des Holzes wurde mit einem Metallgitter ausgetauscht. Leider trug auch dies nicht zu einer Besserung bei, da der eingebaute Trichter immer wieder von Laub der umliegenden Bäume verstopft wurde. Um dennoch an diesem Ort Wasser für wie intendiert zur Verfügung stellen zu können, wurde dieses nach weiterer Rücksprache direkt in den Wassercontainer gefüllt. Nachdem 2017 bei der jährlich durchgeführten Befundung die Qualität des Wassers nicht durchgehend garantiert werden konnte, entschlossen wir uns in Rücksprache mit der Künstlerin sowie der Parkleitung zum Abbau der Installation. Die Ursache des Abbaus liegt in dem Fall nicht so sehr im Material, sondern darin, dass das ursprüngliche Konzept sich in der Umsetzung nicht manifestieren konnte. Ganz anders die Situation bei der Skulptur Daphne von Ines Dujak, die fast zeitgleich 2008 im Teich beim Eingangsbereich des Areals der Garten Tullen, einer permanenten Gartenschau, aufgestellt wurde. Die Skulptur, die über sehr filigrane Elemente wie einen Spitzenrock oder auch sich in Lorbeerblätter verwandelnde Finger verfügt, wurde aus einem Gemisch aus Silikon und Gips erzeugt. Daphne, die auf der Flucht vor Apollo eine Pause macht, sitzt auf einem verkleideten Holzstuhl, der bündig wie auf dem Wasser zu stehen scheint. Seit ihrer Aufstellung wurde die Skulptur 3-mal restauriert. Vor allem die filigranen Teile, die den Reiz und die Faszination der Skulptur ausmachen, sind immer wieder stark mitgenommen bzw. abgebrochen wie die Zweige mit Blättern. Die seitlich aufgebrachte Helix wird von der Sonneneinstrahlung noch verstärkt durch die Reflexion des Wassers stark ausgebleicht. Insgesamt wird die weiße Skulptur schnell verschmutzt, nicht zuletzt durch Algenablagerungen im unteren Bereich. Generell kann man sagen, dass die Ausführung der Skulptur nicht ideal für den Standort beim Wasser ist. Und dennoch ist es gelungen, den Korpus der Skulptur zu bewahren und sie nach den Winterpausen und restaurierenden Maßnahmen immer wieder in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild zu präsentieren. In diesem Kontext noch ein Beispiel, das meine Kollegin Eileen Pittner die letzten Monate beschäftigt hat. Das Klangatoll ist beinahe ein Vierteljahrhundert alt und ist zusammen mit 4 weiteren Arbeiten Teil der Kulturlandschaft in Paasdorf. Es stammt von den Künstler Paar Sodom Kabreindl. In einem künstlich angelegten Erdwall, der auf die Topografie vor Ort eingeht, können Besucherinnen, wenn sie in die Rundung eintreten, ein akustisches Porträt der Gegend hören. Über viele Jahre hinweg stellte wie häufig die Technik ein Problem dar, beziehungsweise war sie Opfer von Vandalismus. Mittlerweile haben sich aber auch der Erdwall und der Raum, den er umgibt, vor allem durch Erosion, aber auch Bewuchs durch Hartgewächse, verändert. Nach mehreren Begehungen und intensivem Austausch mit den Künstlerinnen, der damaligen Landschaftsplanerin sowie der Gemeinde wurde nun beschlossen, die Anlage zu erneuern. Dabei stehen neben einer Aktualisierung der Technik vor allem die Rekonstruktion des Erdwalls im Vordergrund. Ich führe dieses Projekt an, da neben der konkreten Erneuerung der Installation, die bis Sommer 2022 abgeschlossen werden soll, ein vermittelnder Prozess begonnen hat, der die Kulturlandschaft wieder verstärkt in das Bewusstsein der Bevölkerung rufen und diese zur aktiven Teilnahme an der Pflege der Landschaft animieren soll. Mit Herbstbeginn dieses Jahres wurde nach einer Feldmesse zum gemeinsamen Rundgang eingeladen und der Geschichte des Gesamtprojekts, dessen Veränderung und einer möglichen Zukunft mit zahlreichen geladenen Gästen nachgespürt.
Kommen wir nun zu einer Arbeit, die für mich die tradierten Kategorien von permanent und temporär in Frage stellt und die ein bekanntes Element des Außenraums, das Vogelhäuschen, als Ausgangspunkt hat und dennoch nur bedingt mit den klassischen Anforderungen des Außenraums an Kunst kompatibel ist. Claudia Merzendorfer konzipierte und setzte das Gemeinschaftsprojekt For the Birds 2019 anlässlich der 20-Jahr-Feierlichkeiten der sozialpsychiatrischen Abteilung des Landesklinikums Hollerbrunn um. Sie lud über 50 Künstlerinnen, Architektinnen, Musikerinnen ein, jeweils ein Vogelhäuschen zu bauen, sei es nun als Futter- oder Brutstelle, die anschließend im Garten des Landesklinikums installiert wurden. So entstand ein aeronautischer Skulpturengarten, wie die Künstlerin es selbst nennt. Auf dem Bild hier sehen Sie alle Beiträge noch im Atelier versammelt. Die Vogelhäuschen sind vielfältigster Natur, teilweise sehr filigran, teilweise ist intendiert, dass sie den Vögeln als Nahrung dienen. Teilweise spielen sie mit dem eigenen Verfall wie ein Häuschen, das aus Liebesbriefen geflochten wurde. Im ersten Winter nach der Installierung wurden 5 Häuser abgebaut, sei es, weil sie kaputt gingen oder weil sich die Befestigung gelöst hat. Wo es möglich war, wurden diese im darauffolgenden Frühling wieder instand gesetzt und erneut montiert. 2 waren leider irreparabel zerstört, wobei eines zu unserer Freude tatsächlich als Nistplatz benutzt worden war. Ohne Frage wird sich die Zahl der Häuschen auch im kommenden Winter zusehends verringern. Gleichzeitig ist in Zusammenarbeit mit der Künstlerin angedacht, neue Häuschen in Auftrag zu geben und somit nicht nur einen aeronautischen, sondern einen sich über die Jahre hin verändernden Skulpturengarten zu betreiben, der sich dennoch über die Jahre hinweg unweigerlich auflösen wird. Insgesamt fordert die Arbeit Fürsorge vom Personal des Landesklinikums, der Künstlerin sowie von uns ein, was ich nicht zuletzt in Bezug zur sozialpsychiatrischen Abteilung und deren Jubiläum als treffend erachte. Bei den folgenden Projekten geht es nicht um eine Veränderung der Kunstwerke selbst, sondern um die Veränderung von dem Umfeld und wie sich dies auf die Kunstwerke auswirkt. Wir bleiben gleich beim Landesklinikum Hollerbrunn. Es ist eines der Krankenhäuser, in dem 1992 neben Kunstankäufen auch ortsspezifische Kunstprojekte realisiert wurden. Unter anderem 3 Gestaltungen für Aufenthaltsräume. Diese sind auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen in ihrer ursprünglichen Verwendung zu sehen. Aufgrund von akutem Platzmangel wurden die Aufenthaltsräume zu Patientinnenzimmer umfunktioniert und den Arbeiten wortwörtlich zu Leibe gerückt. Unser Büro war nicht in der Adaptierung der Räume eingebunden. Erst im Zuge einer Bestandsaufnahme konnte die Situation festgehalten werden, die weder für die Kunst noch für die Patientinnen ideal ist. Im Gespräch mit der Klinikleitung wird demnächst geklärt, inwiefern die Arbeiten im Zuge von neu geschaffenen Räumen auch neu aufgestellt oder gegebenenfalls in die Landessammlungen Niederösterreich übernommen werden können. Auf dem Gelände der Universität für Weiterbildung in Krems wurden mit der Einrichtung der Institution und der Adaption der alten Tabakfabrik zahlreiche Kunstprojekte sowohl im Innen- als auch im Außenraum realisiert. In 2 Übergangsräumen, die sich zwischen dem Stiegenaufgang und den Gängen der Seitentrakte eröffnen, wurden 2003 Medieninstallationen von Gerda Landpalzer und Dara Birnbaum installiert. Mittlerweile wurden auf Wunsch der Universität beide Arbeiten abgebaut und in die Landessammlungen übernommen. Grund dafür ist, dass die Räume, in denen die Arbeiten installiert waren, nicht mehr als eine Art Empfangraum für das Department fungieren, sondern verstärkt als Aufenthaltsraum und auch für Veranstaltungen genutzt werden. Die bewegten Bilder bzw. der Ton wurden dabei als störend empfunden und die Monitore erst gar nicht mehr eingeschaltet. Somit waren die Installationen nicht mehr in ihrer ursprünglichen Konzipierung erfahrbar. Hier stellt sich natürlich die Frage nach der Bereitschaft und dem Bemühen, Kunst in einen Betrieb, in eine Gemeinschaft zu integrieren. Diese Bereitschaft muss vor Ort gegeben sein. Mit wechselnden Belegschaften oder Zuständigkeiten kann das Wissen zu den Hintergründen der Entstehung der Kunstwerke bzw. zu den Kontaktpersonen verloren gehen. Es kann sich aber auch die Bereitschaft, Kunst in den jeweiligen Alltag zu integrieren, wandeln. Hier am Rande noch ein interessanter Aspekt in Bezug auf die Arbeit von Dara Birnbaum.
die sich durch die Vorbereitung für den Abbau und die Übernahme in die Landessammlungen haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Wir erkannten nach Rücksprache mit der Künstlerin, die die Realisierung damals aus New York aus begleitet hatte, dass es bei der Farbe zu einem Missverständnis gekommen war. Und zwar die Prozentangaben der Künstlerin in Bezug auf die Farbmischung wurde als ein Wechsel von Farben interpretiert, die zu dem gestreiften Auftrag führte. Jedoch war eine Mischfarbe aus zwei Farbtönen gemeint. Und somit freuen wir uns, wenn wir die Arbeit an einem neuen Standort in der ursprünglich intendierten Form umsetzen können. Bei dem letzten Beispiel aus dieser Gruppe waren wir mit der Situation konfrontiert, dass der Künstler Klaus Weber die Unveränderbarkeit der Umgebung vertraglich festschreiben wollte. Weber errichtete auf einer Halbinsel in der Tullner Au die Skulptur Cover Version. Auf einem 50 Quadratmeter großen Betonfundament steht eine überlebensgroße Replik der Kleinskulptur Affe mit Schädel des Bildhauers Hugo Reinhold aus dem Jahr 1893. Die Skulptur, die von teilweise sehr alten Laubbäumen umgeben ist, sollte durch einen vom Künstler angelegten Trampelpfad erschlossen werden. Klaus Weber wollte, dass die Natur genauso bestehen bleibt wie zur Zeit der Umsetzung, was nur schwer gewährleistet werden kann. Gerade Tulln war vom Eschensterben 2017 stark betroffen und das Areal hat sich insgesamt verändert. Der Trampelpfad wurde innerhalb kürzester Zeit stark von der Natur überwuchert und Interessierte kamen vor allem über den bereits vorhandenen Forstweg zum Kunstwerk. Im Kern ging es dem Künstler darum, dass der Ort nicht touristisch erschlossen wird und weiterhin mehr oder weniger zufällig entdeckt werden kann. Und auch wenn der Tullner Affe, wie er mittlerweile genannt wird, mittlerweile eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, so hat sich der Platz immer noch seinen speziellen Charakter erhalten. Aber er wird sich ohne Frage ständig weiter verändern. Aber in dem Fall ist es wohl die Kunst, die voraussichtlich für mehrere Jahrzehnte die Konstante bleibt. Kommen wir nun zu zwei Arbeiten, die durch die Nutzung der Personen von vor Ort verändert werden und sich die Frage stellt, wie weit diese Veränderungen gehen können, um nicht die ursprünglichen formalen oder auch inhaltlichen Aspekte der Arbeit zu unterwandern. Regula Detwiller schuf für das Pflegeheim in Tulln eine Landschaft mit Tieren, also Kunst als künstliche Natur, aber auch als wichtiges soziales Angebot. Puristisch wie aus einem Baukasten bestückte sie ein Areal im Innenhof des Heims und schuf eine Landschaft aus Artefakten, Hügelkuppen wie Kalotten, modellhafte Unterstände für die Tiere, zwei Teiche im Fachhandel erhältliche Imitate des Aral- und Chiemsees. Diese bildeten das Revier für Zwergziegen und Riesenhasen, Lauf- und Zierenten sowie Graugänse. Gleichzeitig sollte das Areal den Bewohnerinnen wie den benachbarten Familien ein Betätigungsfeld, Anlass zum Austausch und Abwechslung bieten. Das Prototypische ist als Vorgabe gedacht, eine Veränderung nach Bedarf war von der Künstlerin intendiert. Diese geschah teils durch die Tiere selbst, teils wirkten die Bewohnerinnen wie das Pflegepersonal gestalterisch mit. Ein Jahr lang besuchte Regula Detwiller immer wieder das Gelände und nahm regulierende Eingriffe vor, um die gestalterische Grundidee nachvollziehbar zu erhalten bzw. auf Unvorhergesehenes zu reagieren. So wurde die Anlage zum Beispiel eine Zeit lang als Ablage für nicht mehr gewollte Haustiere verwendet oder auch ein Hügel abgetragen, da die Erde für etwas anderes benötigt wurde. Danach gab die Künstlerin die Verantwortung für die Instandhaltung und Betreuung der Anlage komplett an die Verantwortlichen des Heimes ab, womit heute der Aspekt der Arbeit als kommunikativer sozialer Ort im Vordergrund steht und der formale Aspekt vor allem in der Dokumentation erhalten ist. Etwas anders stellt sich die Situation bei der Platzgestaltung von Anita Leis an der Donaulände bei Spitz dar. Ein Lindenbaum, eine Straßenlampe, zwei Mistkübel, eine Bank, zwei Betonquader, eine davon mit Holz beplankt und Fahrzeugspuren mit Beton ausgegossen. Die von Anita Leis eingesetzten Elemente sind so unspektakulär wie der Titel der Arbeit, HWS-Wiese, Hochwasserschutzwiese. In der Ausstattung und den Namen nahm die Künstlerin Bezug zum Umfeld und wählte in ihrer Gestaltung einen pragmatischen Zugang, wobei durch kleine Verschiebungen und Umpositionierungen ein Wechselspiel von Vertrautem und Unvertrautem entsteht.
Nach einer Begehung vor Ort, nachdem der Lindenbaum von einem Sturm umgeknickt worden war, zeigte sich 2020, dass der Platz für die Bevölkerung trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen Bezüge zum Umraum scheinbar fremd geblieben ist und sie versucht haben, diesen für sich zu etwas Vertrautem zu machen. Beziehungsweise entstand der Eindruck, dass die Zurückhaltung in der Gestaltung der Künstlerin eine neue Gestaltungsdynamik bei der Bevölkerung ausgelöst hat. Auf den Sitzplatzformen waren geschwungene Sitzbänke aus Holz positioniert. Am Areal befand sich eine ausrangierte Zille als Blumentopf und am Zaun waren Rosensträucher gepflanzt. Diese Veränderungen waren ohne Rücksprache mit der Künstlerin oder unserem Büro vorgenommen worden. In einer anschließend gemeinsamen Aussprache wurde die Entscheidung getroffen, den Platz komplett der Gemeinde zu übergeben. Er wird nun nicht mehr als Arbeit von Anita Leis geführt. Die Peitschenlampe und die Mistkübelskulpturen wurden abgebaut, wobei eine restauriert und in den Landessammlungen Niederösterreich übernommen wird. Dies war ein Beispiel von, sagen wir, gut gemeinter Veränderung bzw. Adaption von Kunst, die dennoch nicht zu unterschätzen ist. Präsenter in unserer Wahrnehmung sind bewusste Zerstörungen oder Beschädigungen in Form von Vandalismus. Ich möchte hierzu nur stellvertretend ein Beispiel präsentieren, das zeigen soll, dass das Feld hier unabhängig von Graffiti, das in diesem Kontext häufig angeführt wird, sehr weit ist und Personen teilweise einen großen Aufwand auf sich nehmen, in Kunstwerke einzugreifen bzw. sie zu beschädigen. Im Schlosspark Karfeneck errichtete Mark Dayen 2008 die Ruine eines Turms innerhalb eines bestehenden Buchsbaumheckenrundung. In den Turm baute er ein Diorama mit einem ausgestorbenen, verwesenden Reh, das von weiteren kleinteiligen Tieren und anderen Objekten umgeben war. Kurz nach der Eröffnung hatte jemand das Reh in dem Diorama, das nur mit erheblichem Aufwand geöffnet werden kann, begraben und einen Grabstein dazu positioniert und das Ganze wieder verschlossen. Der Eingriff wurde wieder rückgängig gemacht, wobei einzelne Elemente, wie zum Beispiel die Maden, bei der Wunde des Tieres verloren gingen. Abschließend möchte ich noch kurz auf eine Skulptur eingehen, die mit dem Thema Verfall arbeitet und auch als ein kritischer Kommentar zum oft schwierigen Verhältnis von Kunst und Architektur, das nicht selten im Kontext von Kunst am Bau zu Tage tritt, gelesen werden kann. Der mexikanische Künstler Arturo Hernández Alcázar positionierte 2016 Teile einer kurz davor in Wieselburg abgerissenen Messehalle vor der neu errichteten Landesberufsschule in Amstetten. Die Messehalle war 1971 in der damals beliebten Bauweise aus massiven, bewährten Betonelementen errichtet und bereits 45 Jahre danach wieder abgerissen worden. Vor der neu errichteten Landesberufsschule, die über eine ähnlich problematische Bauweise wie die Messehalle verfügt, führte die Installation des Künstlers den Betrachterinnen die bereits im Material schlummernde Zukunft vor Augen und setzt vor den Eingang des Gebäudes einen kritischen Kommentar zu dessen Ausführung. Am Rande sei angemerkt, dass von Seiten der Schule Rankpflanzen, man sieht es etwas auf dem Foto, rund um die Skulptur gesetzt wurden, wohl in der Hoffnung, sie mit den Jahren zum Verschwinden zu bringen. Zusammenfassend ergibt sich für mich mit Blick auf die präsentierten Projekte und die vielen anderen, an denen wir arbeiten, dass der öffentliche Raum sich in einem steten Wandel befindet, sowohl als gebauter Raum als auch als sozialer und gesellschaftlicher Raum. Kunst ist Teil dieser Prozesse. Sie kann sich nachhaltig in öffentliche Räume einschreiben und dort behaupten. Sie kann kurz- oder länger anhaltende Verschiebungen und Erweiterungen herstellen. Sie kann aber auch den Zähnen des Außenraums zum Opfer fallen. Was für unsere Arbeit auf allen Ebenen wichtig ist und in Zukunft weiter ausgebaut werden muss, ist der Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort, nicht erst im Schadensfall, sondern eine kontinuierliche Vermittlung zum einen der Bedeutung von Pflege und Wartung der Arbeiten und zum anderen die Vermittlung der Hintergründe und Bezüge der Arbeiten, damit deren Gestaltungsansätze und konzeptionellen Aspekte weiterhin erfahrbar bleiben. Denn die Macht und die Möglichkeiten der Nutzerinnen vor Ort ist nicht zu unterschätzen und seien es nur Blumenkisten, die aufgestellt oder Büsche, die gepflanzt werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.